So, guten Abend. Wir sind wieder da. Jetzt sind wir live, 19. November 2015. Ansonsten ist eine Wiederholung. Und ich freue mich wieder. Wir lernen sehr viel mit Heidemarie Sasse. Und heute wieder ein Thema. Also das fühlt sich gut an. Feuer der Begegnung. Bin gespannt, was wir heute lernen und gebe mich ganz hin. Heidemarie. Wow. Ja, schön. Ja, ich sage erstmal guten Abend an alle, die jetzt mithören und mitschauen. Und ja, schönen guten Abend nach Leipzig und hoffe, dass ich nachher dann ordentlich Leute habe, die Fragen stellen und die vielleicht sogar so eine kleine Klopf-Session mitmachen wollen. Also Themeninhalte gibt es ja jede Menge. Mhm. Und ich fange dann mal an. Also wir haben die zweite Staffel jetzt hier in dem Live-Chat, wo es um Lilith geht. Und heute ist eben das siebte Haus dran und das habe ich dann als Überschrift habe ich dann genommen, Lilith im Feuer der Begegnung. Weil Feuer deshalb, das gegenüberliegende Zeichen ist ja dann, wenn ich im siebten Haus bin, ist ja dann der Aszendent und wir sind hier jetzt am Deszendenten. Und das erste Haus, auch Aszendent, ist eben halt ein Feuerzeichen. Ne, das hatte ich letztens Häusern genannt und jetzt stehen sich natürlich Feuer und Luft gegenüber. Und weil die Waage Venus ist ja im Luftzeichen, also ne, und die stehen sich sozusagen gegenüber. Ich habe dann diesen Zusatztext noch gewählt, die Erotik des leeren Blattes oder die Wiederkehr des Verdrängten. Das ist wichtig, das zu beachten. Ein abgewerteter Inhalt, der anklopft und entzaubert werden will. So, und diese ganzen Geschehnisse jetzt so diese letzten Tage, ist ja ganz viel Inhalt, gerade was im Feuer der Begegnung, kann man ja im wahrsten Sinne des Wortes wieder sagen. Und mit der Erotik des leeren Blattes ist natürlich so ähnlich gemeint, wie wenn wir jetzt nicht projizieren würden oder so ähnlich. Wenn wir alles so sozusagen von der Geburt an bis jetzt, wo dann die das Begegnungshaus ist das ja, wo wir dann halt so das Du, also erstmal nur wahrnehmen, aber wir sind dann ja schon so voll mit emotionalen Konflikten. Also projizieren wir natürlich halt auch das auf unser Gegenüber. Ob das jetzt also auf der individuellen Ebene ist es dann halt eben vielleicht das erste Mal, also das erste Mal nicht, weil das ist ja jetzt nicht mehr in dem Teenageralter, sondern also wir lernen praktisch uns im Du zu erkennen. Über die Projektion, wenn man also halt so weit ist, ne? Weil dann wird nämlich, der Folgesatz geht ja dann weiter, oder die Wiederkehr des Verdrängten. Und das finden wir halt in unserem Gegenüber, sei es jetzt der Liebespartner, ein Geschäftspartner oder was auch immer. Oder jetzt natürlich auf der kollektiven Ebene, da müsste ich aber das 10. Haus mit einbeziehen, die Achse 4-10, weil dann die politische Ebene Arena da eine Rolle spielt. Das tun wir ja heute nicht, das kommt ja später. Und im Feuer der Begegnung passen ja nun wirklich dieser, ja, es wird gesagt, von Terroranschlag in Paris gesprochen. Der Terrorist ist im Wassermannhaus, also das nächste Lufthaus dann. Wir haben jetzt hier das zweite Lufthaus mit der Waage. Das erste war ja das Zwillingehaus, ist ja auch ein Luftelement. Und jetzt hätten wir natürlich, also ich habe das ja in den vorigen Videos schon gesagt, am zweiten Weihnachtstag wird Uranus wieder direkt. Und jetzt sollten wir natürlich diese Zeit nutzen. Und ich sage natürlich an der Stelle mal klopfen, 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 klopfen. Ne? Also es ist wirklich, wirklich wichtig. Weil dieser Flirt, ich nenne das jetzt mal, mit also sowas ähnliches wie Flirt, also da wird ja ausgetestet von den NGOs und NWO-Leuten, also wie weit sie gehen können. Und sie gehen ja nun mal sehr, sehr weit. Das ist also ganz vieles aufgedeckt. Also wer die Finanziers sind, die dahinter stecken und so. Und also das sollte jetzt so in diesen nächsten Wochen also irgendwie eine andere Form annehmen. Und ich komme nachher so ein bisschen auf Einzelheiten. Ich habe so ein paar Kurznachrichten also halt mir wieder notiert. Aber ich sage jetzt erst mal die aktuellen Transite. Ist auch ganz interessant eigentlich. Ne? Heute 19.11.2015. Die Lilith steht also 9 Grad in der Waage. Und die Venus ist auch
Also sie hat, die Venus hat sie transitiert, weil sie steht nämlich jetzt heute 11 Grad in der Waage. Also von den Transiten habe ich ja noch nicht viel berichtet, aber das sind natürlich immer so kurze Momente, die dann halt, also als Transit gibt es dann halt immer eine Begegnung mit bestimmten Themen. Und die Fortsetzung dieser Geschichte, was da jetzt also in Paris passiert ist, hat sich ja jetzt gestern war das ja, ne? In Hannover das Spiel abgesagt, weil ich bin ja nun wirklich direkt in der Mitte, also ich bin ja wirklich nicht weit weg, ich kann ja fast hinspucken und sage ich gleich noch was dazu. Und der Mond ist also 22 Grad im Wassermann, also auch wieder ein Luftzeichen, alles ganz schön luftig, aber halt mit Feuer gefüllt, ne? Und das ist halt so eine ganz schöne, brenzlige, zündelnde Geschichte, kann man schon sagen. Und das löst natürlich bei vielen noch Angst aus, aber ich merke, also nehme wahr, also wenn ich so draußen bin, erzähle gleich eine Geschichte, was ich gestern erlebt habe, weil ich dann nämlich noch Richtung Bahnhof musste. Und nehme das aber ganz anders wahr, auch zum Beispiel an der Pennykasse gestern. Ich war gestern also halt ganz kurz auch nochmal schnell so Kleinigkeit was holen und dann stehe ich so an der Kasse und dann sagte irgendjemand, ja irgendwie hätte sich einer, ob Terroristin oder sowas, ich habe nur so die Wortfetzen gehört, hätte sich halt in die Luft gesprengt, kurz vor der Festnahme. Und dann sage ich, wie hier in Hannover, weil ich kam nämlich gerade vom Bahnhof zurück. Und dann sagte die eine, nee, das war in Paris. Und so, und dann ging dieses Thema dann halt los. Und dann schimpfte diese Kassiererin dabei, Penny, und sagte, ja, die sollte man, ne? Und hat dann so richtig so losgelassen und hat dann halt auch sozusagen auch ein bisschen über die Flüchtlinge geschimpft. Ich sage, seien Sie mal lieber ganz vorsichtig, sonst wären Sie ja nachher entweder als Nazi oder in die rechte Ecke gedrängt. Das ist mir doch egal, ich weiß, dass ich kein Nazi bin. Und dann habe ich gedacht, die war früher, ich kenne die eigentlich nur immer als ganz ruhig, ne? Deswegen ist mir das so aufgefallen. Also sie fangen alle an, sich also in irgendeiner Form, die jetzt vor keine Ahnung, vielleicht noch vor ein paar Monaten, also doch noch mehr systemkonform waren, die sich eigentlich im Grunde genommen noch nichts getraut haben, so wirklich das auszusprechen. Vor allem, dies ist ja dann auch schon öffentlicher Bereich, also in so einem Laden, also stand ja dann eine kleine Schlange, die wurde dann immer größer und jeder, der in der Schlange stand, hat dann irgendeinen Satz dazu gegeben. Es war höchst interessant, das halt zu beobachten. Und ich habe gedacht, okay, die machen das jetzt kannst du wieder ruhiger werden. Ich glaube, du merkst, dass ich noch viel ruhiger als letztes Mal spreche. Weil ich bin wirklich, wirklich froh, weil meine Wahrnehmung ist, dass die kritische Masse wirklich überschritten ist und dass ich gar nicht mehr so schnell sprechen muss und dass ich mich gar nicht mehr so beeilen muss. Ne, habe ich ja letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet. Und weil sie sind jetzt selbst so unterwegs. Sie gehen selbst in diesen Widerstand, wo zum Beispiel Lilith steht ja dafür, dass sie also halt aufbegehrt, dass sie nicht alles mitmacht, was da so sozusagen von ihr einfach so verlangt wird. Und das spüre ich überall, wo ich hinkomme. Mhm. Ne, jetzt sage ich noch mal ganz kurz meine kleine Session. Ich war nämlich unterwegs noch mal zur Post. Ich hatte versprochen, einer, die auch PN, letztes Mal war ja dieses Thema mit dran mit der Verebank und dann waren halt die ganze Woche halt Leute eben bei mir, die halt auch das machen wollten und diese Promission Note also halt ausfüllen wollten und dann halt das eben korrekt machen wollten, dass es nach Manchester geschickt wird. Man muss ja das dann halt per Einschein mit Rückschein und die war aus Bremen und musste halt früher weg und ich musste dann noch was ausdrucken und sowas alles und dann waren die Nächsten schon wieder da. Und die sind dann halt noch zur Reisebank gegangen und haben Pfund gekauft. Man muss ja dann halt das Geld da reinlegen. Und so war ich dann, ohne dass ich vorher wusste, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es da dieses Spiel geben sollte in dem Stadion. Das liegt ja noch eine Ecke weiter zurück vom Bahnhof. Das ist ja nicht so nah dran. Also fährt man ja von mir aus mit dem Auto vielleicht auch noch so knappe 10 Minuten. Und das war ja dann also halt in dieser... also in diesem Fußballstadion. So, und dann fahre ich mit meinem Fahrrad los und denke in dem Moment, das ging nämlich so ein bisschen in die Schummerigkeit, also Dämmer kam und ich hatte vergessen, mein Licht mitzunehmen. Also ich bin also ohne Licht am Fahrrad, bin ich losgefahren und sehe dann schon so von Weitem, oh, lauter Polizei. Wo früher das Gefängnis war, da ist jetzt ein tolles Restaurant und ich fahre dann sozusagen gerade drauf zu. Die Wohnung, wo ich bin, hat ja früher das Gefängnispersonal gewohnt und dann fahre ich da so drauf zu und dann wirklich so Zweierreihe an diesem Restaurant-Eingang und ich denke, oh, was ist denn hier jetzt los? Ne? Habe mir noch gar keine Gedanken gemacht und habe nur an mein Licht, ohne Licht am Fahrrad gedacht. Habe ich nur kurz überlegt, ich denke, steigst du jetzt lieber ab und gehst die Ecke zu Fuß
dass sie dich nicht mehr sehen? Oder fährst du jetzt so schnell, dass du gar nicht mitkriegen, dass ich da vorbeigefahren bin? So, dann habe ich natürlich auch ein bisschen darauf geachtet, wie die Polizisten sich verhalten. Ne? Also waren richtig flotte, junge, knackige, junge Männer, richtig gute Laune, entspannt und sowas alles. Und habe dann so gedacht, okay, zack, ich mit meinem Tempo da durch. Keiner hat mich, ob erwischt oder angefasst, sowieso nicht. Die haben ja eh einen anderen Auftrag. Aber ein merkwürdiges Gefühl war es schon, weil ich hatte keinen Bock auf eine Auseinandersetzung, Owig-Geschichte und so. Ich habe im Moment gerade was anderes zu tun. So, und dann rase ich dann natürlich mir hin mit dem Fahrrad und immer mehr Polizisten kamen. Ich denke, meine Güte, was ist das hier denn für ein Auflauf, ne? Und habe dann, als ich dann zurückkam, habe ich dann von den Leuten, die da in der Zwischenzeit bei der Reisebank waren, die hatten im Bahnhof direkt natürlich viel, viel mehr Auflauf, nicht nur Polizisten, sondern die Menschen sind da ja dann ordentlich gedrängt und dann kamen die erst da gar nicht so richtig durch und dann haben wir uns hinterher bei mir wieder getroffen und dann sage ich, was war denn da los? Ja, aber das ist doch das Fußballspiel. Ich sage, wie? Ach so, habe ich dann erst gedacht, ne? Dann habe ich erst mitbekommen, dass dieses Fußballspiel war, was ja dann doch, also irgendwann mittendrin dann abgesagt wurde, weil da angeblich dieser Bombenalarm war. So, und das ist natürlich alles eine schöne Show, die man da inszenieren kann. Da konnte man dann gleich sehen, wie viel Arsch da in der Hose ist. Ne, einerseits sagen sie dann, sie wollen da halt sich solidarisch erklären und so. Und dann, ja klar, kam nachher wieder eine Luftnummer raus. Passt ja zum Luftzeichen, ne? Die Venus war ja schon, und die Lilith ist ja auch im Luftzeichen. Also heiße Luft wird dann wirklich ordentlich verfeuert. Und passt im Grunde genommen inhaltlich auch zu den Transiten. Ist ja sowieso dann halt auch immer, ne? So, und jetzt komme ich aber nochmal wieder zur Waage Venus eben wieder mehr zurück, weil das gegenüberliegende Zeichen ist ja dann das Friedenszeichen sozusagen, so sagen wir das ja auch. Und gegenüberliegend ist wieder ist eben das Kriegszeichen. Und die beiden stehen sich halt im Moment so gegenüber, was Lilith betrifft, was die Venus betrifft. Also Venus wäre dann halt in, aber nee, Mars habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, da geht es ja halt um die Zeichen. Also eben gegenüberliegend diese heiße Luft, nenne ich das jetzt mal, ne? Feuer ist ja heiß und Luft ist halt Luft. Ja, also da können wir jetzt etwas draus machen, aber es macht ja was mit den Menschen. Ne? Also diejenigen, die sich jetzt natürlich so reinziehen lassen in diese Angst, weil es deutet sich ja schon an, was da Frankreich alles fordert, die Solidarität und wie Europa da einspringen soll und wie die jetzt bis unter die Zähne echt bewaffnet sind und die Pariser, die werden da dauernd interviewt und so. Und dann kommen natürlich immer die Nachrichten, die die Angst dann weiterschüren sollen. Ne? Mhm. Jetzt wäre es natürlich ganz, ganz wichtig, dass jeder, der jetzt in diese, dass man sich erst nicht in diese Angst reinzieht, ziehen lassen, reinziehen lässt und lieber das erstmal klopft. Ne? So, und dann wird ja dauernd von diesen Terroristen gesprochen. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man die Stellvertretersätze dann macht. Die Stellvertretersätze, was zum Beispiel die ISIS da betrifft und so. Und es ist ja offenkundig, also ich kann das natürlich nicht beweisen, ich quatsch das jetzt halt nur nach, dass sie also halt von den Geheimdiensten finanziert werden, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ne? Und das Lilith-Projekt hat natürlich zum Ziel, dass wir also über diese Schenkungsgeschichte, das war ja alles dran, weil wir haben ja, wenn wir anfangen, souverän, also ich empfinde immer mehr Menschen mehr als souverän, weil die sich also wirklich halt auch so verhalten. Die sprechen das Wort auch oft aus. Ich höre dieses Wort ganz oft. Und dann füge ich dann immer zu, wenn solche Gespräche dann sind, ich sage ja, und jetzt noch selbst ermächtigen. Ne? Souverän ist ja das Sonne selbst auch mit gemeint. Und dann kann man natürlich in Großbuchstaben schreiben, selbst, Großbuchstaben und die Ermächtigung. Weil es ist, ich finde das jetzt interessant, wenn man das mal unter dem Blickwinkel betrachtet. Und ihr wisst ja auch inzwischen schon, dass ich gerne mit den Prophezeiungen von Celestine spreche. Und da werden ja diese fünf Kontrolldramen beschrieben, wie man, wie wir uns sozusagen aus diesen Verhaltensmustern von Eltern, dass man die überhaupt erstmal erkennt, welche Rolle man da, in welche Rolle man sich selber denn begeben hat. Und dass wir also halt soll ich das nochmal sagen? Also, dass wir nicht in diese Rollen sozusagen uns reinpressen lassen, weil wir vielleicht momentan keine andere Möglichkeit sehen. Und ich sage dann, oder Lilith sagt dann an der Stelle, ich möchte das dann immer mehr so, dass das mit Lilith dann halt rüberkommt. Also in den ersten Zeichen hat sie ja zum Beispiel diesen Kriegsdienst verweigert, hat dann halt so selbst Verantwortung für als Verbraucherin und Verbraucher übernommen. Und dann kam also halt diese Steuergeschichte dazu, dass sie sich also weigert, Steuern zu bezahlen überhaupt, weil die Abgabenordnung ist ja durch das Selbstermächtigung, also Hitler hat sich
ja selbst ermächtigt mit dieser Abgabenordnung. Und dann hat ja Angela Merkel auch nochmal diese Selbstermächtigung durchgezogen mit dieser ganzen TTIP-Geschichte und dieser ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt. Und wenn jetzt die einzelnen Menschen anfangen würden, also erstmal so auf der individuellen Ebene, allen mit allen Freunden, Bekannten oder so, und ich weiß ganz, ganz viele, die sich da wirklich so zusammentun, halt mit ihrer Art der Vorgehensweise, wie sie das halt machen. Und jetzt könnte man sozusagen so eine, ich sag jetzt mal, Steigerung da reinbringen, indem wir lernen, uns selbst zu ermächtigen. Die Sonne selbst heißt, wenn wir unseren inneren Vater in uns heile gemacht haben, handeln, also handeln im Grunde genommen wie ein Souverän. Und dann diese Selbstermächtigung, Ermächtigung gehört ja nachher, kommt bei nächste Woche dran, im Skorpionzeichen, wo es um die Macht- und Ohnmachtsthemen geht. Und wenn jetzt aber der innere Vater heile gemacht ist, wird es leichter, Verantwortung für die eigene Macht zu übernehmen. Das wird dann nämlich besonders interessant, denn die Leute, die viel mit Ohnmachtssituationen zu tun haben, auf der kollektiven Ebene scheint es ja im Moment auch so. Also ich fühle das nicht so. Ich nehme mich da halt wirklich schon raus an der Stelle. Ich habe null Angst oder irgend sowas. Und wenn diese Polizisten da in 5-Minuten-Takt, das kenne ich ja sowieso, die kreisen ja am Weißen Kreuzplatz sowieso ständig hin und her. Und da gibt es überhaupt null Trigger bei mir. Also ich habe null irgendwelche Bedenken, dass hier irgendwas Schlimmes passieren könnte, weil ich lasse das in mein Energiefeld gar nicht rein. Wenn wir immer wieder mit Liebe und Frieden, so sind ja auch die Sätze dann formuliert, wenn wir mit MET, also halt dann klopfen, kann das nicht, dann ziehe ich keinen Krieg in mein Energiefeld rein. Das ist so wichtig, dass wir erkennen, dass das wirklich auch ein Energiespiel natürlich ist und dass wir uns in diese Konflikte, Auseinandersetzungen gar nicht reinziehen lassen. Auch dieses Denunzieren, was da also halt auch eine Rolle spielt, ne? Also halt einfach wirklich, da werden Intrigen gesponnen und dann werden also halt irgendwelche Rufmordgeschichten da so ins Netz gestellt. Und das ist natürlich, kommt ja letztendlich sowieso auf einen zurück, wenn man so etwas also halt überhaupt wegsendet, ne? Wenn wir jetzt also halt so irgendjemanden schlecht machen oder irgend sowas oder versuchen dann sogar in der Öffentlichkeit, das geht ja im Netz auch wunderbar, dass man dann also halt da irgendwelche denunzierende Sachen also halt reinstellt und dann hat derjenige, der dann da halt mit beschossen wird, erstmal so ein bisschen was damit zu tun. Und das ist nicht nett, ne? So, und dann ist es wichtig, weil wir sind hier ja in dieser Projektionswelt dann sozusagen, dass wir uns im Gegenüber erkennen. Und wenn ich das jetzt auf die kollektive Ebene beziehe, und es sind so viele sozusagen Terroristen also halt unterwegs scheinbar, also ich sehe das ein bisschen anders, und dann gibt es aber immer noch die Möglichkeit mit den Stellvertretersätzen, weil die werden hier jetzt natürlich, sind jetzt hier von besonderer Bedeutung, weil ich ja mit den Stellvertretersätzen, also halt die es jetzt halt noch nicht kennen, sage ich jetzt nochmal kurz so ein Beispielsatz. Zuerst kommt dann, also ich unterstelle jetzt einfach mal, da ist jemand, der hat jetzt Angst, also was da in Paris passiert ist, Angst, dass hier auch tatsächlich so ein Krieg stattfindet, wie er halt ständig angekündigt wird. Und dann könnte ja Angst zum Beispiel eine Rolle spielen, dann würde der Einstiegssatz heißen, auch wenn ich Angst davor habe, dass hier genauso ein Terroranschlag in dem eigenen Wohnort oder je nachdem, wo man da gerade ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Dann wird alles losgelassen, die Angst, und die Angst wird dann hier wieder losgelassen. Und bei der nächsten Formulierung, ich mache die jetzt nicht bis ins Detail, also die das schon kennen, wissen das ja dann. So, und dann kommt ja der Stellvertretersatz, könnte man also halt einen Stellvertretersatz nehmen, dann könnte so ein Satz heißen, auch wenn, ob jetzt Terror, kommt darauf an, welches Wort man jetzt nimmt. Ich nehme jetzt als Beispiel Terror, Terroristen, die da halt diese Anschläge verübt haben. Auch wenn diese Terroristen jetzt in Paris diesen Anschlag verübt haben, liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie sind. Also ich ahne und vermute, dass es manch einen schwerfällt, aber wenn der Satz weitergeht, ne, ja, dann würde der Satz weiter heißen. Auch wenn diese, man kann es auch wirklich in der Mehrzahl machen, ne? Das sind ja nun mehrere gewesen, nicht nur, also so wird es ja dargestellt. Auch wenn diese Gruppe der Terroristen es nicht verdient haben sollten, sich ihre aus frühester Kindheit, das ist nämlich aus dem Trotzalter, es nicht verdient haben, sich ihrer Trotzreaktionen ihrer Kindheit liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie sind und vergebe mir
Wir machen immer die Verlegung allgemein, also halt auch auf der kollektiven Ebene mit, was ich dazu beigetragen habe. Und dann könnte es weitergehen. Und vergebe Politikern aus der BRD GmbH, also ich füge ja immer das so hin, dass man halt eben weiß, dass es wirklich eine Firma ist. Das ist ja ein Firmenkonstrukt, also ein Verwaltungskonstrukt natürlich von den Alliierten. Ich sage es jetzt hier nochmal, ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Also denen wird auch vergeben. Und dann sollte es weitergehen, auch mit den Alliierten, die ja die Handlanger sind, von den NWO-Leuten. Ja? Und denen wird allen vergeben. So, und am Ende des Stellvertretersatzes kommt immer ein ganz toller Wahlsatz raus, wenn jemand sein Geburtshoroskop schon so ein bisschen kennt und weiß, wo der Uranus steht, weil hier ist ja dann die Uranus gefragt und das Wassermann-Zeichen und 11. Haus wäre das, weil da ist der Terror zu Hause. Da sind auch die Trotz. Ist der Trotz auch zu Hause, eben der kompensatorische Ausdruck. So, und dann wird das halt alles vergeben. Und was ich noch dazu fügen muss, ist die Großelternlinie. Also wir haben ja bei den Großeltern dann schon zwei. Wir haben die väterliche Linie und die mütterliche Linie. Also da haben wir dann zwar also Großvater und Großmutter in der Mutterlinie und Großvater und Großmutter in der Vaterlinie. So, und diese Linie betrifft es, weil die haben sicher, wenn die jetzt, also man rechnet ja dann immer so ungefähr 20 Jahre zurück, wenn man selbst betroffen ist, dass man halt die Generationen also halt beachten kann. Und, und der Wassermann gehört ja auch schon zum Generationsaspekt, so nennt man das dann, also ab Saturn, dann betrifft es halt eben viele mit bestimmten Jahrgängen. Ne? Da nimmt man dann halt bestimmte Jahrgänge, wo der Uranus dann sozusagen durch ein bestimmtes Zeichen gegangen ist, was dann halt in der Kurzfassung vielen ist bekannt, dass viel von den 68ern gesprochen wird. Und die sind ja damals auch in den Widerstand gegangen. Ne? Wir haben da auch diese ganze Zeit gehabt von den Kriegsdienstverweigerern und sowas alles. Ne? Ja, ja. Und diese Leute, die haben das ja damals schon alles versucht. Ja? Und die sind ja, haben ja wirklich auch einiges Wohl auch erreicht. Aber wir sind natürlich jetzt gerade an so einem, ich sag jetzt mal, Brennpunkt, der noch aufgelöst werden will. Und deswegen wäre das so toll, wenn ganz viele Leute wirklich auch diese kollektiven Themen mit einbeziehen würden beim Klopfen, ne? Bei diesem Stellvertretersatz. Ich führe den jetzt mal zu Ende. Jetzt haben wir allen vergeben. Auch vielleicht die genialen Anlagen, ob das jetzt Großmutter, Großvater betrifft, das könnte man im Horoskop halt rausfinden. Und wir führen das ja halt noch weiter. Es wird gerade ein Blog eingerichtet, wo die Leute genauer nachlesen können, wo sie dann halt jetzt nicht mit diesen angefangenen Sätzen, ich muss sie ja immer wieder abbrechen, sonst muss ich 2 Stunden so ein Dings machen. Ich möchte ja nur darauf hinaus und eine besondere Wichtigkeit drauflegen, dass die Großelterngeneration gerade, was Terror betrifft, eine Rolle spielt, weil das ist der kompensatorische Ausdruck. Und die sind ja dann auch sozusagen mit ihren Patenten und ihren Genialen, es gab ja ganz, ganz viele Patente, gerade in der kurz vor Kriegsende, die uns hier geklaut wurden. Also ich sage das, ich kann das nur so sagen, das ist einfach bestimmt. Und ganz viele mussten auch ihr Genie unterdrücken, ganz viele haben gute Ideen, nicht nur gute Ideen, sondern haben wirklich so ihren Erfindergeist sozusagen, also halt wachgeküsst, so sage ich das ja gerne. Und dann wurden sie sozusagen erwischt bei irgendetwas, was uns hätte retten können. Und das war ja klar, ja heute ist es uns noch viel klarer als damals, dass das gerade nicht passiert. Sollte, gerade was auch freie Energie oder sowas betrifft, ne? Gehört da ja alles mit rein. So, und wenn es da jetzt also Spannungsaspekte gibt, was den Uranus betrifft, dann könnt ihr nachher, wenn ihr alles vergeben habt, dass also vielleicht Großmutter, Großvater ihr Genie unterdrücken musste, dass denen mit Zwang, also halt viele mussten ja die Patente, wenn sie nicht freiwillig hergegeben haben, die wurden viele auch getötet, war auch sogar wirklich eine große Anzahl und dann sind die halt auch nach Amerika gewandert, das ist alles bekannt. So, und dann könnt ihr nachher, wenn das alles vergeben ist, euren Wahlsatz formulieren. Und das formuliert ihr dann so, zum Beispiel in genial Konfliktlösung. Das Wort genial sollte auftauchen, weil es erstens also halt nicht nur schnell geht, weil die Wassermann-Energie ist wirklich ganz, ganz schnell und der Genius, das ist unser Genius, egal ob bei Mann oder bei Frau, wir haben alle eine Häuserspitze, die ins Wassermann-Zeichen fällt. Da werden dann die Hausaufgaben gemacht, es sei denn, das ist ein eingeschlossenes Zeichen.
Ne? Dann ist es natürlich noch anders zu betrachten, weil dann kommt man an die Themen nicht so gut dran. Da müsste man wirklich Texte haben, wo man dann also halt so weiterführend eben irgendwie das so bei sich entschlüsseln kann. Das ist für astrologische Laien also nicht wirklich einfach. Deswegen mache ich ja auch wirklich immer noch so jetzt viele Einzelsitzungen, obwohl ich mir das zeitlich gar nicht mehr erlauben kann und möchte einfach so jeden mit ins Boot holen. Ne? Das ist so mein Wunsch und meistens sind sie dann halt schon, jetzt war gerade 2 Tage einer aus der Schweiz da und in 2 Tage nicht, also ist heute Mittag wieder zurückgefahren und der war also halt so begeistert von dem, was ihn, ich weiß jetzt nicht genau, welches Video er hatte, er wusste einfach nur, er muss unbedingt zu mir und wusste genau, dass ich ihm helfen kann. So, und das war dann tatsächlich auch so, und der hat nur gestaunt, wie schnell das also halt ging, dass man solche alten Themen halt eben mitlösen kann. Auf die Idee war er da noch gar nicht gekommen und war eben nur begeistert. Und jetzt hat er natürlich wirklich auch so, hat es eben erlebt, wie schnell das also halt geht. Wir haben also 1,5 Tage richtig zusammengearbeitet und er war also halt glücklich, als er vorhin weggefahren ist. Okay, also diese Dinge können alle natürlich wunderbar passieren. Und wenn ihr den Wahlsatz, das ist ja wie eine persönliche Affirmation, weil das ist ja wirklich aus dem Geburtshoroskop, also aus der persönlichen Anlage, die jeder natürlich hat. Und dann wird der Uranus-Stand geguckt, also wo der gerade steht, in welchem Zeichen, mit welchen Spannungsaspekten der verbunden ist. Das Schöne ist nämlich in diesem Fall an den Spannungsaspekten, weil diese Spannung, das hat ja auch sowas mit Elektrizität. Und im Wassermann-Zeichen ist die Elektrizität auch zu Hause. Und deswegen geht das wirklich, das ist nicht nur ein Funkesprühen, sondern das ist einfach dieses Tempo und dieses, was Elektrizität halt an sich hat. Ne? Das geht einfach wirklich schnell. Jeder, der mal so einen Kurzschluss irgendwie in der Wohnung oder sowas mitbekommen hat, der hilft einmal. Ne? Und dann könnte es aber dennoch weitergehen, weil dann ist diese Freisetzung so da. Und dann ist es wichtig, dann vorher diese Energie zu steuern zu lernen. Geht es jetzt in Richtung Krieg oder geht es in Richtung Frieden? Weil das ist die Entscheidung, die wir selber, jeder Einzelne von uns hat. Lassen wir uns in diesen, ich will jetzt nicht sagen Quatsch, dafür ist es natürlich zu dramatisch, was da passiert ist, wie viele Menschen da halt gestorben sind. Das ist also wirklich, also ohne Worte, also da habe ich keine Worte für. Und die Entscheidung haben wir, in welche Richtung es geht, weil wir sind viele. Wir sind so viele, die wirklich Frieden wollen. Ne? Und es liegt an uns, ob wir den Frieden sozusagen uns selbst ermächtigen, diese Dinge zu tun, die nötig sind, zum Beispiel Steuern wirklich, also halt dahin, wo sie hingehören, in die Kommunen oder so ähnlich. Und jeder hat sowieso seinen eigenen Genius und hat eigene Ideen, die ja auch verwirklicht werden wollen. Sie sind ja sowieso vorhanden, sie brauchen ja nur umgesetzt werden. Ne? So, und das wünsche ich natürlich allen und würde da dann halt ja eben Hilfestellung geben in der Form, wie es dann halt möglich ist, also nicht mehr in so vielen Einzelsitzungen, also das schaffe ich zeitlich wirklich nicht. Ich werde sie künftig, also wahrscheinlich ab nächste Woche schon, auf 4 pro Woche begrenzen, dass ich einfach mehr Zeit habe, die Seminare noch besser vorzubereiten, weil es waren wirklich schon ganz tolle Seminare. Ich kann wirklich nur empfehlen, buch die Seminare lieber, weil das ist der gleiche Preis. Wenn ich jetzt eine Einzelsitzung habe, ungefähr mit 2 Stunden, zahle ich ungefähr den gleichen Preis, ein 10er Unterschied ist das, als wenn ich ein ganzes Tagesseminar habe. Dann ist ein komplettes Skript dabei, jeder kann ein Seminar organisieren, jetzt sind schon mehrere, hier wieder so 3, 4 Leute, eine in München hat jetzt angerufen und die kriegt in München natürlich ganz schnell Leute zusammen, weil jetzt melden sich so langsam die MET-Leute, die sozusagen ihr Seminar und sowas alles gemacht haben, wobei das bei denen so ein bisschen eingeschlafen ist und jetzt haben die gehört, wie man das halt mit der Astrologie verbinden kann und die sind natürlich fit bei Klopfen und jetzt kommen diese Themen dazu, das macht richtig Spaß, ne? Und da ist jetzt zwei sind da in München, die da jetzt also halt auch ein Seminar organisieren und dann fahre ich da hin. Ne? Also das habe ich ja da in Leipzig, denke ich, wird auch demnächst eins entstehen und so sind die Anfragen ja dann und dann sage ich das schon immer. Ne? Ich sage, wenn ihr jetzt da was organisiert, dann gebe ich das natürlich in meinen Verteiler und dann kommt ja dadurch, durch meine Anfragen, kommen da ja dann auch, ich weiß ja dann halt, in welchen Orten die sind, so schicke ich denen das dann auch und das kann auch immer ganz kurzfristig sein. Also es ist wichtig, dass wir begreifen, dass wir in dieser Zeit kurzfristig wirklich viele Dinge erreichen können, aber im positiven Sinne.
sich wirklich nicht mehr reinziehen lassen. So ist ganz, ganz viel auch im Netz, also mehrere Mails, die ich heute bekommen habe, auch aus den Chats und so, diese ganzen Nachrichten, es ist einfach schön. Und sich nicht wirklich, also so wenig wie möglich die Nachrichten anhören oder halt klopfen dabei, habe ich gestern auch jemandem gesagt, ne? Wenn, also manchmal ist es natürlich so, dass man auch die Nachricht noch gucken möchte, dann klopft mindestens auf die Thymusdrüse, wenn ihr die Klopfabfolge nicht kennt oder so. Mhm. Und das ist also halt schon alleine hilfreich. Ja, jetzt wüsste ich nicht, ob ich noch irgendwas, also mir ist ja immer lieber, ich kann auch Fragen beantworten. Okay, also Lilie, hallo, Heide-Marie, in einer Sendung hattest du gesagt, es werden die belastenden Emotionen geklopft. Die lösen nicht das Problem. Ja. MET löst die Emotionen zum Problem, dass man handlungsfähig wird. Welches Problem muss noch gelöst werden, nachdem die Emotion durch Klopfen aufgelöst wurde? Dann, wenn das aufgelöst ist, dann gibt es an der Stelle keins. Das ist jetzt nicht so, also man hat ja irgendeine Befindlichkeit und dann wird diese Emotion sozusagen geklopft. Ich nehme ja immer gerne die Zahlen dazu, dass ich weiß, wie intensiv, das ist eine gefühlte Zahl, wie die Intensität. Und dann sollte die auf Null sein. Und wenn dann ein Rest geblieben ist, dann nehme ich diesen Rest schon für den Stellvertretersatz. Weil es ist ja, irgendjemand hat ja irgendwie, also wir vergeben ja dann kommt, wenn ich den persönlichen Satz mache, auch wenn ich Angst habe, jetzt ist das wieder dieses Angstbeispiel, das ist ja schon ausgelutscht eigentlich aus meiner Sicht. Also es gibt ja viele andere Sachen halt auch. Und dann wird das halt eben mit diesem Rest, weil wenn ich jetzt, wir haben ja dieses Beziehungsthema, also Beziehungskrieg in Liebesfähigkeit wandeln, würde ja dann dieses passende Video sein aus der ersten Staffel. Da findet man schon Textinhalte, das ist also halt ganz gut, sich das vielleicht nochmal anzugucken. Und wenn es jetzt meinetwegen in einer Liebesbeziehung irgend so etwas gab, also eine Auseinandersetzung meinetwegen, dann hat man ja vorher also einen emotionalen Konflikt sozusagen auf Null geklopft. Oder auf 1, 2 oder so, wenn so ein Rest stehen bleibt. Und dann kann ich das ja genau nehmen. Dann nehme ich das halt mit der Person, wo es eine Auseinandersetzung gab. Ne? Auch wenn tralala, also halt mich mit, was weiß ich, irgendetwas attackiert hat oder so. Liebe und akzeptiere ich ihn oder sie, wie sie ist. So ist ja dann die Umkehr, nicht nur die Umkehrung, sondern es werden die Projektionen, die man selbst gesendet hat, werden aufgelöst sozusagen, weggenommen. Und dann sind diese Trigger, die laufen ins Leere, wenn die Trigger von den Synapsen gelöst sind. Das ist ja das Ziel dafür. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, war das ausreichend beantwortet oder fehlt da noch was? Der Ballsatz würde jetzt aus meiner Sicht fehlen, weil dann kann man natürlich wirklich diese persönliche Affirmation aus dem Inhalt des Stellvertretersatzes also halt nehmen. Sonst frag nochmal, wenn es noch nicht so klar rübergekommen ist. Inzwischen, die Elektrizität, die jetzt große Kreise zieht, das bezog sich auch vorhin, Cache, wie wunderbar, Buwi-Messungen steigen. Ach so, okay, an. Ja, schönes Thema, ja genau. Ja. Okay. Ah ja, so, gutes Beispiel, super. Erzähl mal. Das sagt Uli, habe ich im Chat gelesen. Ach so, das fragt jemand, Entschuldigung. Ja, dann sag nochmal, lies nochmal vor, ich habe es noch nicht ganz... Nee, es war eine Feststellung von in Bezug auf vorhin, die Elektrizität, die jetzt große Kreise zieht. Zum Beispiel die freie Energie. Ja, ja. So, und das ist, finde ich, jetzt ein schönes Beispiel, weil da gibt es natürlich für und wieder. Ne? Dann gibt es die eine Partei, hätte ich beinahe gesagt, also die eine Sichtweise von Leuten, die dann sagen, ja, das ist wieder mal Betrug, weil sie haben das als vor ein paar Jahren schon, ich weiß nicht, 2 Jahre ist es, glaube ich, oder 3 Jahre, wo Kesche ja schon mal durchs Netz gegangen ist und was dann halt erstmal ja, sich als Flop angeblich herausgestellt hat, wo ich nicht ganz also halt mit einverstanden bin, aber es ist halt so gewesen und es hat sich scheinbar nichts getan. Mhm. Aber das kann nicht ganz stimmen, weil es gibt auch die anderen Stimmen, die also halt, es scheint nicht mehr so leicht zu funktionieren, diese Dinge zu unterdrücken, wie noch vor ein paar Jahren. Ja, ja. Also es ist gerade in der Entwicklung, jetzt kommt es wirklich auf unsere Gedanken auch an, weil wir steuern ja mit, wenn sich Situationen sozusagen entwickeln wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, also auspacken alte Emotionen, entwickeln, auspacken meine ich damit. Und in dem, wie ich das auspacke, ist es noch wichtig, wie meine Gedankenenergie ist. Wenn ich jetzt denke, wer weiß, was da kommt, dann kommt genau das. Ja, weil jeder Gedanke
wird wahr, das wissen wir ja inzwischen. Und dann sage ich am Anfang dann immer, jedes Wort, was aus deinem Mund rauskommt, ist vorher gedacht. Und das, was du denkst, die Emotion, die da dranhängt, die wird Realität. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, die Emotion, das ist das Belastende daran, weil wenn wir nachher, es kristallisiert sich ja nachher das innere Gefühl raus, da wo wir uns dann darauf verlassen können, wenn die belastende Emotion weg ist, weil wir, also hier sage ich jetzt bei diesem Terroranschlag ja auch, das war natürlich wieder ein Emotionsfeuer, was da losgegangen ist. Und dann sind natürlich zig Traumen wieder entstanden und so. Ja, die Leute, die gerade direkt dran waren, die meinetwegen da im Restaurant gesessen haben, du weißt, du sitzt da und isst was Schönes, erzählst schön, bist da schön im Gespräch und dann ballert es da plötzlich los. Also da ist, glaube ich, so gut wie keiner vor geschützt, ne? dass da nicht wirklich ein Trauma entsteht. Und das sind manchmal Traumen, die sich aneinander reihen im Sekundentakt. Ja, absolut, ja. Und die sind dann also halt, die brauchen dann natürlich wirklich also psychische Unterstützung. Das schaffst du alleine in dem Moment wahrscheinlich nicht. Hm. Also ist ja denn, man hat gleich jemanden, der sich halt ein bisschen auskennt und kann das ein bisschen abfedern oder so. Aber es ist, also wenn ich jetzt mein Beispiel nehmen soll, ich habe an der Stelle so gut wie immer sowas wie einen Schutzengel. Weil ich habe dann, das kenne ich früher vom Autofahren, das ist ja auch Wassermann-Thema, ne? Dann habe ich, wenn ich, ich bin auch natürlich in diesen Jugendzeiten auch relativ schnell gefahren, gerne schnell gefahren und so. Und auf der Autobahn, wenn dann so die Lastwagen immer so ein bisschen enger dran kommen bei riesigem Tempo und die schlingern dann ja manchmal so ein bisschen. Und dann war es manchmal so, dass ich dann so die Reifen schon auf mich zukommen sehen habe. Und dann kam sowas wie automatisch, sowas wie so ein, heute würde ich es als Schutz beschreiben, als wenn ich gerade so in Watte gepackt werde. Und dann war das wieder so ein paar Sekunden später, dann gingen die wieder weg und ich habe gedacht, boah, was war das denn? Und heute kann ich das eigentlich viel besser nachvollziehen, weil ich würde das heute mit diesen energetischen Feldern beschreiben, mit den morphogenetischen Feldern. Ja, also entweder war es oder beides vielleicht noch ein Schutz, weil der kommt ja dann auch aus der Großelterngeneration, weil wir können unsere Ahnen ja als wirklich als Seelenpartner beschreiben und auch also die Seelenfamilie gibt es ja auch, die uns dann sozusagen auch auf der feinstofflichen Ebene sozusagen beschützen, die dann sowas vielleicht machen. Ich habe Situationen mit Autos erlebt, mit Glatteis, wo ich das hätte ich gar nicht alleine schaffen können, weil da hat mir jemand ins Lenkrad gefasst, wer auch immer das war. Ne, ich hätte mich eigentlich überschlagen müssen und es ist nicht passiert. So, und dann ist es natürlich wirklich auch immer wichtig, in diesem Moment, was denke ich dann? Die Gedanken sind so wichtig und wenn die wirklich, also es ist wirklich, wenn wir in der Liebe sind, kann uns nichts passieren. Es ist wirklich, weil die Liebesschwingung viel, viel höher ist als diese Kriegsschwingung, weil die ist ja schwerer, die fällt ja runter. Die Liebe, das ist dann, ne, also selbst, also die bedingungslose Liebe, das ist einfach eine höhere Schwingung. Da kommt keine Kriegsenergie dran. Hm. Ja. Ja, vielleicht dann frage ich mich manchmal, also in den Social Media war oft der Vergleich, das, was in Paris geschehen ist, geschieht täglich. Ja, genau. In Irak, in Libyen, genau. Das nehmen wir nicht so an. Hat das eine Auswirkung? Nicht so deutlich in den Nachrichten wie hier jetzt. Das wird ja richtig, man spürt ja richtig, wie das aufgebauscht, kann man nicht sagen. Aber sie wollen halt in aller Deutlichkeit das durchziehen, was die EU sozusagen will. Sie wollen also halt mehr bewaffnen und sowas. Das ist ja jetzt alles angeordnet, ja? Also da die laufen bis unter die Zähne bewaffnet rum und die wollen natürlich nicht nur Angst fördern, sondern sie wollen Krieg. Mhm. Und dieser Krieg und die Migranten und das sind die Waffen. Mhm. Ja. Ja, die werden das ist auch so, weil sie werden genauso benutzt wie wir auch, ne? Und das ist einfach nicht, also im Grunde unerträglich, aber Klopfmaterial, sage ich an der Stelle immer. Ich bin froh, dass ich also halt, ich sage jetzt emotionslos, ich sage ja immer, wir sind nicht gefühlslos, aber wenn ich emotionslos an eine Sache rangehe, kann ich viel besser handeln, weil ich dann aus einem klaren Geist handle. Ja? Aber wenn da emotionale Belastung ist, dann handle ich aus dieser emotionalen Belastung. Nee, meine Frage war eben, und Klopfen, ist es nicht so, dass die Sachen, die woanders geschehen, die täglich auch in Sudan, in vielen Ländern in Afrika täglich geschieht, erreicht uns das nicht? Müssen wir das auch nicht ausgleichen? Erreicht uns nicht?
Doch, das würde ich mit beim Klopfen mit einbeziehen, natürlich. Wir haben doch da auch Ursachen gesetzt. Ja, wir sind zum Beispiel also als BRD besatztes ne, deutsches Land, also da ist es, das ist halt so, es ist eine Besatzung, eine Kolonie. Wir sind im Grunde genommen eine US-Kolonie. Und das haben wir früher ja in der Kaiserzeit und so hatten wir ja auch die Kolonien. Ne, da waren wir ja mit dran beteiligt. Also haben wir damals auch schon Ursachen gesetzt und wir haben weiterhin Ursachen gesetzt. Wenn wir haben mitgeholfen, wir haben durch unser Verbraucherverhalten haben wir natürlich mit Ursachen gesetzt, wenn diese Länder ausgebeutet wurden von uns. Mit welchen Dingen auch immer. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns das selber auch als Verbraucher und Verbraucherin vergeben. Na, wenn ich habe schon ein bisschen gefühlt, wenn die Franzosen wussten, dass deren Reichtum ist nicht auf deren Leistung, das sitzt nicht Nö. auf deren Leistung, sondern auf die Jetzt-Kolonialisierung Afrika, die sich einfach nur verschoben hat. Ich Ja. glaube, das wissen die Franzosen nicht, dass in viele Länder ist das französische Militär da. Und dass die ganze Ressourcen des Landes mit Genau. versteckter Militärpräsenz geraubt werden. Genau Gäbe es so. das nicht, wäre Frankreich nicht mehr so reich und hätten die Franzosen nicht so viel Geld. Das ist genau richtig. Das sehe ich genauso. Ja. Und das ist Klopfmaterial. Ne? Also Eben, jetzt ja. höre ich also aus deinem, wie du das sagst, auch einen Vorwurf raus und der ist berechtigt und den würde ich klopfen, damit das neutral ist. Und dann wirklich den Stellvertretersatz machen, auch wenn die Franzosen, das französische Volk, so kannst du es ja sagen, sie sind ja bekannt für ihren Nationalstolz. Die Deutschen dürfen ja keinen Nationalstolz haben, also ich gehöre da nicht mehr zu. Also ich bin stolz, habe ich ja mehrfach gesagt. Also mein Nationalstolz ist wieder heile gemacht und das sollten wir uns angewöhnen. So, und dieser Nationalstolz, der ist vielfach, also auch, ich sage jetzt mal ein bisschen hohl. Das ist nicht innerlich wirklich gewachsen. Vielleicht ist es also in absehbarer Zeit bei der deutschen Bevölkerung so, durch diese ganzen Leidensprozesse, die wir halt, wir selber sind, also ich gehöre zu den Nachkriegskindern. Ich habe nicht direkt den Krieg miterlebt, aber ich habe eben auch einiges erlebt, was Familienzerstörungspolitik betrifft. Und dann ist es halt so, wenn du durch solche Leidensprozesse gegangen bist und die Großeltern, Urgroßeltern und diese Generation, die direkt die Kriege miterlebt haben, die sind ja durch wirkliche Leidensprozesse gegangen und haben sich auf diese Art auch transformiert, wenn es auch wehgetan hat, wenn die Seele wirklich geschrien hat oder so. Und wenn du sowas durchlitten hast, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo innerlich, also dieser Stolz ist ja auch im Grunde genommen was Neutrales. Und den kannst du stolz auf deine innere Entwicklung, auf deine Bewusstwerdungsprozess und sowas alles sein. Und Stolz ist weder negativ noch positiv. Es ist neutral. Es kommt immer erst dann, also zu einer auch Wertung dann zum Beispiel, wenn die Emotion da reinkommt. Und das ist kein gesundes Gefühl. Weil die Emotion, das ist wichtig, dass man das unterscheiden lernt. Also die Emotion hat immer irgendwas mit irgendwelchen Belastungen zu tun, die dann also halt dich entweder handlungsunfähig oder in eine andere Richtung bringen, je nachdem, welche Planeten da eine Rolle spielen. Das kann man ja alles also halt explizit deuten. Ne? Das ist in dieser kurzen Zeit halt noch nicht so möglich. Versuche ich dann immer nur mit so ein paar Beispielen oder so. Ja, wir hatten Und das. heute in der Wissenschaft der Gesundheitsgruppe Okay. in Beziehungsebene, wer sich selbst nicht liebt, dass die Selbstliebe Genau. die Ja. Voraussetzung ist für Kommunikation. Und das heißt für Genau, es mich, geht was anderes. ich weiß, dass einfach in der Beginn von Europa war das schon ein bisschen okay. Die Identität der Völker ist die Grundlage für die Begegnung. Und deswegen war Ganz für genau. mich als Italiener hat man diesen Stolz, also ich ein bisschen wie, aber normal schon. Ich habe mich schon gewundert über das Fehlen der Selbstliebe. Und das habe ich oft auch im Familiensystem gesehen. Und Ja, genau. deswegen dieses Bilden der Identität ist die Voraussetzung für Kommunikation. Ohne so Stolz oder Freude oder Selbstliebe für die Genau. eigene Sein, für die eigene Wurzel, wird man Ganz nie genau. in der Lage sein zu integrieren.
Ganz genau, stimmt. Und Ist genauso. deswegen Europa hat sich dann ist dann missbraucht und was weiß ich was, besetzt worden, der ganze Gedanke und aber die Wertschätzung der Identitäten, wenn man nicht das richtige Wow, es gibt die und Wertschätzung, also die Liebe für alle, die Für alles, integriert genau. werden wollen, die Länder Europas. Ohne Genau diese so. Liebe wird nie Europa geben. Ne? Genau. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass jeder, Wirklich die Selbstliebe, das ist ganz wichtig. Die wird ja dann halt, wenn man dieses Wort mal nimmt, Narziss oder so, ne, das gehört ja auch mit in dieses, in das Waagezeichen mit rein. Und dann habe ich öfter mal gedacht, das mache ich dann wahrscheinlich beim Schützezeichen, das will ich mal richtig gut vorbereiten, dass ich vielleicht, keine Ahnung, wie ich das noch mache. Also im Moment bin ich noch nicht ganz fertig damit, weil uns wird ja immer diese Nazi-Geschichte vorgeworfen. Und wenn du mal die Worte dann so entschlüsselst, ne, also was bedeutet das eigentlich, Nazi oder so, ne? Weil wenn du diese Wortwurzeln dann halt mal findest, kommst du auf ganz andere Dinge als das, was uns da sozusagen vorgeworfen wird. Ne? Aber Das ist. ich denke, dass der Geist, was eigentlich geliebt wird, auch im Ausland, ne, der ist immer Ja. da, diese Wurzel. Ja, klar. Uli spricht jetzt vom Wurzel. Und die Wurzel ist die Magie der Germanen, ist die Magie der Druiden, ist die Magie Na, von all logisch. diesen. Und die Verbindung, Genau. deswegen, für mich, ich wundere mich, ich gebe Einweihungen, so die Ausrichtung auf die eigene Potenziale und man Ja. geht immer von anderen Energiefeldern. Ist alles okay, dass man schamanische Ausbildung macht, dass man das und dass man das, aber diese jetzt Hier deutsche die oder Heimat, die Wurzel, die italienische, Heimat. ne, die Genau. Etrusker, also diese Magie, Ja. wo es auf der Ja. Erde geschrieben ist, die sowieso in jeder in sich trägt, die wird nicht Genau. kultiviert. Und die sollte einfach auch wieder, Ja, aber wir können es ja machen. so wie du gesagt Können uns doch hast, selbst ermächtigen, das zu tun. genau, die Selbstermächtigung bedeutet einfach zurück wieder zu den eigenen Magie, zu der eigenen Ja, Fähigkeiten, Kraft, die zu ganz das genau. zusammenbringen. Und da ist, denke ich, ist jeder verantwortlich, Selbst, genau. selbstverantwortlich, das zu tun. Ne? Das ist eine individuelle Sache. In dem Moment, wo mehrere Leute in das eigene Feld, in die eigene Wurzel gehen, dann ergibt sich dann auch Neues. Ne? Dazu gehört ja dann auch die Herkunftsfamilie, also erstmal, und kommt später ja dann vielleicht eine angeheiratete Familie dazu. Und das sind immer wirklich an diese Wurzeln gehen. Und das ist auch natürlich die Heimatwurzel. Das ist halt da auch, wo wir in diesem Leben unseren Geburtsort haben, zum Beispiel. Ne? Wir haben Also das. heute davor eine Sendung aus Hawaii Okay. mit Andrea Calf Cordero und Benjamin Calf Cordero, der ist aus Hawaii. Ne? Und Okay. wir haben ein bisschen darüber gesprochen, in Hawaii muss man sich der Erde unterwerfen. Das heißt, Ja. das sind solche Energien, solche mächtige Energien, da So ist nichts kraftvoll, ja. mit Naturmanipulation. Ne? Und hier oft können wir uns entziehen oder die Erde unterwirft sich den Mensch oder muss sich anscheinend Nee. unterwerfen, was nicht geschieht, aber wir glauben, dass es so ist und dass die Erde auf Nee, jeden das Fall. will ich an der Stelle nicht verallgemeinern. Ja, Also wenn du sagst wir, meinst du ja alle. aber tendenziell. Ne? Aber was ich sagen möchte, dass diese Wurzel sind schon in der DNA, in die Genetik von jedem Baum, von Wieso? jeder Na klar. Berg. Und das heißt, man hat immer durch die Verbindung mit der Natur, letzte Woche hatten wir der Benjamin, der aus Hawaii ist, eine schöne Sendung über, wie er mit der Natur umgeht. Dass diese ganzen Wow. Gesetze in der Natur geschrieben sind und Na dass die klar. Natur wirklich uns sehr leicht machen kann, uns wieder zu verbinden. Ne? Natürlich. Weil Uli sagt Also jetzt die das. Wurzel. Das Wort Wurzel ist natürlich wichtig und die Wahrnehmung der Wurzel ist die Erde und ist die Magie, was uns die Erde ständig mitteilt. Ne? Genau. Ja. Ja, und da kannst du gleich das Radix nehmen. Das Radix hier, das Geburtshoroskop, ist auch eine Wurzel. Ist ja Ja. die korrekte Übersetzung von Radix ist Wurzel. Auf Lateinisch, ja. Ich habe Lateinisch gehabt in der Schule. Wow, das hätte ich gerne auch noch so. Und Also Altgriechisch. da. Wow, schön. Tja, also das, der Krug ist an mir vorbeigegangen, leider.
Mal gucken. So ein paar, man kann es ja googeln und so, wenn man das dann halt wissen will, aber es dauert halt immer, ne? Naja. Ja. Gibt es noch Fragen im Chat oder so? Eben, liebe Chatianer, wir lieben euch und wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir spüren und interaktiv, Selbstermächtigung bedeutet auch, soweit wie es geht, wenn Fragen da sind, Impulse, ein Gruß, ein Witz, egal. Ja, gerne. Einfach diese Mitteilung, dieses, wir fühlen, wir freuen uns. Und JTV ist auf dieser Ebene nicht Konsum, nicht nur Schauen, sondern diese Energie des Interaktiven ist einfach unsere Grundlage. Ne? So wie hier, was ihr seht, dass niemand sich ärgert, hier ist ein Buddha und der hat eine Mütze. Ist nicht so, dass ich einen Scherz mache, sondern die Mütze ist ein Geschenk von Osho, was er mir gemacht hat. Das ist eine Mütze, die Osho getragen hat. Und da gab es eine Verbindung. Man sagte, dass Buddha wurde nach 2500 Jahren wieder kommen. Ne? Mhm. Und das wäre Osho gewesen. Ne? Und durch Osho sind sowieso im Moment Tausende von erwacht auf dieser Erde. Und die haben sich einfach auch verbunden und es ist eigentlich dann das Gleiche, ist die gleiche Energie, ist nur eine Ergänzung da. Ne? Genau. Und deswegen durch das Zusammenwirken, durch den Chat, durch die Fragen, durch die Interaktion bildet sich was Neues. Und das sind Schritte, Impulse, die wir einfach auch geben können. Ne? Das ist beruhigend zu wissen, ne? Ja. Ja, so. Schön. Jo. Das ist eine schöne Beschreibung. Finde ich schön. Ja, wer das sehen will, Osho hat immer Witze gemacht. Ne? Der hätte sich mit Buddha gestritten. Ich war immer da in diesem Moment in Pune. Weil Osho wollte rechts schlafen und Buddha wollte auf dem Bauch schlafen. Ne? Okay. Und dann haben die sich gestritten. weil eben Buddha ist in den Körper von Osho gegangen. Ne? Und er macht das immer so witzig gemacht, unglaublich schön. Eben, und dann haben die sich getrennt, aber eigentlich haben sie Ergänzung gelebt. Ne? Genau. Ja. So. Ja, schöner Beitrag. Ja. Hat keiner was gefragt? Nein. Ja, dann halt nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich, wenn ich jetzt Fragen beantworten würde, dann wäre ja halt, wüsste jetzt nicht, was ich so noch zum Thema sagen sollte. Mhm. Frieden, 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 Liebe, Frieden, Frieden, Frieden. Ne? Ja, absolut. Schön. Jetzt ist das Video klarer. Vorhin schwankt es ein bisschen. Ne? Naja. Für das jetzt generell das Thema Paris, was würdest du da, was ist das, die Hauptemotion, die hinter der Angst ist? Ja, das ist ja unterschiedlich bei den Leuten. Also einmal spielt natürlich diese Pluto, also Skorpion Pluto eine große Rolle, weil das ja eine, also ja, also mit Macht- und Ohnmachtsthemen zu tun hat. Das wird nicht immer nur Angst sein. Also viele fühlen sich dann wirklich ohnmächtig, weil sie dann nicht wissen, wie sie das handeln sollen oder so. Oder wenn sie direkt betroffen sind, das ist natürlich wirklich, also dann hat durch die Macht der Gewalt, was da also halt passiert und du stehst dann da ohnmächtig daneben. Also das ist schon nicht so ganz einfach. Aber es ist eben auch das Transformationszeichen. Eben. Wir können ja wirklich mit unserem Geist wachen, mit den Gedanken. Also ich denke, vielfach wird das noch unterschätzt, was wir mit unserer Gedankenkraft alles schon steuern lernen können. Ja, aber eben, du hast es gesagt vorhin, also in der Ohnmacht ist auch die Ermächtigung, ne? Und wenn ich 10 Jahre lang sehe, dass niemand, jetzt gab es im Facebook schon viele Beispiele, in viele Länder
wird ständig, die werden ständig von Frankreich mitbombardiert. Ne? Und da hat niemand, war niemand empört und ist niemand empört. Also die Ermächtigung, die Selbstermächtigung bedeutet, okay, ich werde jetzt die Verantwortung übernehmen für alles, was wir verursachen. Und ich werde jetzt aktiv, wie zum Beispiel jetzt auch die Linke das macht, dass die Gelder, dass die Sachen für die ja, für die Waffenverkäufe und dass diese Sachen ein bisschen sichtbarer werden. So wie Putin jetzt sagt, jetzt wollen wir die Finanzierer der ISI, die sollen jetzt Licht darauf werfen, wer das finanziert. Der hat einfach die ganze Erdölanlagen verhindert, dass sie weiterhin Erdöl verkaufen, weil dadurch... Ja, deswegen habe ich ja die ganze Zeit, ich sage, gesagt, allein die Verbraucher steuern es schon, wenn sie Öl und Gas anzudrehen. Ja. Dann wird die also wir können ja alle was tun. Keiner ist irgendwie muss ohnmächtig da stehen und muss sagen, was soll ich denn machen? Ja, ja. Mindestens also so auf die Art, sich im Verbraucherverhalten bewusst zu machen, wie wir den Markt mit Steuern, zum Beispiel Öl- und Gasmarkt oder soll ich jetzt zum Beispiel, ach, die Steuern. Mein Lieblingsthema sind ja jetzt wirklich die Steuern. Ja, aber wir jetzt die Weihnachtsmärkte, die fangen jetzt an, ne, ab Montag, also Sonntag ist ja dann noch Totensonntag, und dann geht es los. Ja. Und das ist klar. Das ist eine Seite, aber für mich war einfach auch so, dass eben, ich habe nirgends die letzten Jahre gesehen, wo jemand sich beschwert hat, für den Terror, was hier und da geschehen ist, für die Tote, für die Folter, für das und dass sich auch in dem Bereich die Selbstermächtigung zu sagen, nein, das geht nicht, viele haben alles gesehen und geschehen lassen, ne? Ja. Dass auf dieser Ebene auch es etwas zu tun gibt. Ne? Okay. Also ich denke mal, also die Aktivitäten, die werden schon mehr, gerade bei vielen, die jetzt doch mitmachen, die vorher vielleicht untätig noch waren oder vielleicht nur in Gedanken, keine Ahnung wie, gehandelt, ja wirklich wenig, wie du das eben schon gesagt hast. Aber ich denke, das werden wirklich jeden Tag mehr, die wirklich auch was tun wollen, die ernsthaft was tun wollen. Aber eben, und die Sache ist, was ich meine, ist einfach, dass man nicht nur, wenn man auf den eigenen Schuh drückt, sondern wenn man auch verursacht. Also ich bin der Meinung, dass die Christen überfallen Afghanistan, die Christen überfallen Libyen, die Christen überfallen Irak, dass die Terroristen eigentlich die Christen sind. Und haben sie das Geld. Ne? Christen sozusagen in Verbindung mit. Dass das nie gesagt wird und dass niemand die Verantwortung übernimmt, zu sagen, liebe Europäer, ihr habt mehr Tote als Hitler verursacht durch euren Kolonialismus, denn ihr jetzt immer noch wird kolonialisiert. Man sagt, der ist ein Diktator, der Assad, und der muss bombardieren. Mit dieser ganzen Lüge, die Leute machen mit, damit sie dann mehr Reichtum haben und beschweren sich nicht. Aber das baut einfach Negatives auf in uns und dann kommt das natürlich zurück. Ne? Ja. Und also diese ganze Sachen, diese Wahrheiten, die nicht ausgesprochen werden, für die Eigenverantwortung, weil Eigenermächtigung bedeutet Eigenverantwortung. Ne? Und das ist einfach ein bisschen auch der Weg. Ne? Schön. Ganz genau. Okay. Dankeschön. Ja, also, ja, vielleicht wird noch was in... Ich setze dann jetzt heute Nacht, schaffe ich das natürlich nicht mehr. Letztes Mal hat es ja auch einen Tag noch gedauert und ich schreibe dann die Texte da rein und mache Verlinkungen dann halt auf die aktuellen Themen. Also nächstes Mal wird es garantiert ein bisschen mehr, auch was die Vireh-Bank betrifft, noch wieder Thema werden. Es sind ein paar, die jetzt auf Post warten, aber einer ist die Post schon angekommen und so, weil da ja auch immer zwischendurch dann, ach, wer weiß, ob das was ist, und dann diese Zweifel und keine Ahnung. In Österreich hat es schon Resultate gegeben. In Österreich, die Volksbanken haben das angenommen. Ne? Ganz genau. Ja, ja. Und ein schönes habe ich auch noch gehört. Gestern zum Beispiel gab es, habe ich auch gefragt, ob wir das also halt als Datei bekommen können. Da hat jemand, also das kenne ich ja von anderen aber auch, da haben sich dann halt Leute gefreut, die das auch gemacht haben beim Finanzamt, als ein bestimmten schrieb und wo die dann die Pfändung eingestellt haben zum Beispiel.
ohne dass da was bezahlt wurde. Also da passiert überall was. Aha, okay. Schön. Das war, also wenn ich das zur Verfügung habe, ich habe gestern noch darum gebeten, er sagte, ja, frag den sofort, der kann ja seine persönlichen Daten rauslöschen, dass wir den Schriftsatz dann mal sehen. Mhm. Dass dann wirklich das erkennbar ist, dass das wirklich, das in Stuttgart soll das gewesen sein. Und der hatte dann halt diese Schreiben, die wir dann halt immer nutzen mit bestimmten Inhalten, wo wir dann, also die vor Jahren noch nicht so von Erfolg gekrönt waren, dann halt, ne, da gab es wirklich eine Bestätigung mit dieser es gab sonst immer keine Bestätigung. Und das ist jetzt auch passiert. Die wäre bald. Die haben uns nicht geantwortet einfach, ne? Ja. Okay, deswegen schreibt hier, ihr könnt in unserer Expertenseite schreiben, da ist auch ein Chat, wenn man registriert ist, in YouTube. Ihr könnt natürlich in Facebook auch das kommentieren. Ich mache immer die Video da. Und wir könnten auch eine Gruppe machen, ne, in Facebook, ja, weil viele. Viele, wo auch alle Kommentare sich da sammeln. Natürlich, GTV kann auch über Facebook geschaut werden. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass da gleich immer die Kommentare lesbar ist und für dich leicht zu beantworten ist. Also es gibt einfach auch viele Möglichkeiten. Okay. Ja, genau. Ja. Dann Dankeschön. Dankeschön für diesen weiteren Impulse. Ich bedanke mich bei euch. Okay. Warte mal. Ja, in diesem Sinne, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Feierabend. Ja, und ein schönes Lächeln für dich. Ja. Okay, und für dich auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Grüß Sabine schön. Mach ich. Tschüss. Alles klar. Bis nächste Woche. Tschüss. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Dankeschön für euer Dasein. Ich werde schon einige Projekte jetzt starten, auch Intuition und Politik, aber brauche ich noch ein bisschen Zeit. Bin ein bisschen faul im Moment, was Live-Sendungen geht. Tschüss.